Eine Gliederung bedarf eines strengen inhaltslogischen Aufbaus. Damit stellen Sie für Ihre gesamte Arbeit sicher, dass Sie in einer nachvollziehbaren Argumentation arbeiten, dass Sie keine Wiederholungen innerhalb Ihrer Argumentation haben und dass Sie Ihre Argumentation auch stringent auf die für Sie wichtigen Themen reduzieren. Ja, wie könnte man sich so eine Argumentation vorstellen? Letztendlich wie ein Trichter. Sie werfen viele, allerdings auch nur die notwendigen Zutaten in diesen Trichter hinein und bilden daraus durch Verdichtung eine Schlussfolgerung. Ich möchte das mal so skizzieren. Das soll natürlich nur ein Beispiel sein. Nehmen wir mal an, Sie klären erst eine bestimmte Anzahl von Begriffen. Ich nenne sie mal hier einfach Begriff 1, Begriff 2, Begriff 3. Die verwenden Sie dann in der theoretischen Argumentation, vielleicht aus zwei verschiedenen Perspektiven. Sagen wir mal Perspektive 1 und Perspektive 2. Und schließlich ziehen Sie eine Schlussfolgerung daraus. So in etwa sollte eine wissenschaftliche Arbeit aufgebaut sein, wobei die Zeilen, Begriff, Perspektive, Schlussfolgerung hier jetzt rein willkürlich sind, auf den ersten Blick erstmal halbwegs plausibel erscheinen sollen, was aber dann in der praktischen Umsetzung vielleicht deutlich schwieriger ist. Aber was hilft Ihnen oder wobei hilft es Ihnen, wenn Sie so eine klare Darstellung haben, welcher Input für welche Ebene Ihre Arbeit benötigt wird und welchen Output eine Ebene an darunter folgende Ebenen liefert? Sie vermeiden dadurch Überflüssiges, nämlich überflüssige Begriffsklärungen und überflüssige Argumente. Stellen Sie in Ihrer Arbeit also nur das dar, was zur Bearbeitung Ihres Themas tatsächlich notwendig ist. Außerdem bringt eine gut durchdachte logische Gliederung eigentlich auch immer ein Ergebnis hervor, was keine Wiederholungen benötigt. Es ist einfach Ausdruck einer eigenen klaren Strukturierung, zu klären, in welcher Reihenfolge die Argumentation geführt werden muss.